Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sitzen gerade in der Küche und frühstücken. Und die Kleine ist schon fleißig dabei und ich mache mir jetzt auch schnell ein Brot. Ich habe noch Brötchen von gestern übrig. Die wollte ich jetzt noch schnell essen. Und ich habe heute Morgen schon unseren Wochenplan geschrieben, denn heute ist Montag und ich mache Montag immer einen Wochenplan, was wir so essen wollen und was wir noch einkaufen müssen, weil ich montags meistens immer einkaufen gehe. Und dann einfach ein paar Lebensmittel kaufen für die Woche. Das klappt jetzt seit 3 Wochen echt erstaunlich gut. Also das ist echt, ja, richtig toll. Und wir kommen mit dem Einkauf immer perfekt zurecht. Also ich müsste heute schon wieder einkaufen. Deswegen gehen wir nachher auch zusammen einkaufen. Ich nehme euch heute einfach so durch meinen neuen Alltag mit. Denn wir wohnen ja jetzt hier in der Wohnung. Und ich dachte, ich nehme euch einfach jetzt mal mit durch meinen neuen Alltag, wie das so ist. So, wir essen jetzt, wie gesagt. Ich mache mir jetzt erstmal hier schönes Brötchen. Und dann werde ich mich fertig machen. Die Kleine hat jetzt gerade noch mal ganz kurz geschlafen, so 10 Minuten. Und dann werden wir auch schon losdüsen. Die Kleine noch einmal wickeln und dann geht's einkaufen. Den Wochenplan, wie gesagt, habe ich geschrieben, zeige ich euch gleich. Viele brauchen ja auch immer so ein paar Inspirationen, was Rezepte und so angeht. Deswegen zeige ich euch das gleich einfach nochmal. Dann seht ihr, was ich diese Woche so koche. Ich plane nämlich auch das immer eine Woche voraus. Also ich habe jetzt für die ganze Woche einmal geplant, was ich dann jeden Tag zum Mittagessen mache. Und genau. Also jetzt erstmal essen und dann geht's einkaufen. Meine Lieben, die Kleine ist jetzt gerade doch noch mal eingeschlafen, deswegen war ich noch nicht einkaufen. Die Küche ist aber frisch. Ich habe jetzt oben mit der Kleinen noch ganz viel gespielt und so ein bisschen was am Laptop gemacht. Und werde jetzt mich kurz, also ich werde mir jetzt kurz einen Snack machen, weil ich ja immer abends koche mit Felix zusammen. Deswegen mache ich mir jetzt kurz einen Snack, weil ich echt total schon Hunger. Und dann denke ich, dass die Kleine jetzt auf jeden Fall auch die nächsten paar Minuten aufwachen wird. Und dann fahren wir endlich einkaufen.
Jetzt gehen wir einkaufen. Und einkaufen, mein Schatz? Hm? Ist der einkaufen? Ja, ja. Meine Lieben, ich bin unterwegs zum Einkaufen. Mein Vater kam jetzt gerade noch von der Arbeit, deswegen haben wir noch ein bisschen länger gequatscht und ja, deswegen sind wir jetzt erst los. Wir haben nachher auch noch einen wichtigen Termin. Wir schauen uns nämlich einen Staubsauger an, weil wir haben immer noch keinen Staubsauger. Und genau, deswegen bin ich eigentlich auch ganz schön auf dem Sprung. Also ich muss mich ziemlich beeilen beim Einkaufen, weil sonst schaffe ich das nachher nicht. Ja! So, Lia hat ein Würstchen bekommen von der frischen Theke. Und wir haben fertig. Ne, mein Schatz, sind wir fertig? Sind wir fertig? Ist die Wurst lecker? Ha? Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben den nächsten Tag. Ich war gestern noch einkaufen und danach haben wir uns noch eben einen Staubsauger angeschaut. Da überlegen wir noch, weil das einfach sehr, sehr viel Geld ist und da überlegen wir einfach noch bis heute Abend, ob wir den nehmen oder nicht. Wir sind jetzt gerade aufgestanden und ich und die Kleine werden jetzt schnell duschen gehen. Und danach geht es für uns einkaufen. Die Kleine braucht unbedingt noch ein Kleidchen für ihren Geburtstag und da habe ich jetzt die ganze Zeit immer online geschaut. Ich habe absolut nichts gefunden und jetzt schaue ich nochmal schnell irgendwie bei H&M oder so, mal gucken, ob ich da noch was finde. Und dann brauche ich auch noch schnell Microsoft Office. Ich habe nämlich einen neuen Laptop gekauft und da brauche ich unbedingt Office und ja, das hole ich dann auch noch schnell bei Saturn. Genau, das heißt, wir gehen jetzt schnell duschen und dann fahren wir los. Meine Lieben, wir sind frisch geduscht, wir beiden. Und die Kleine räumt jetzt hier gerade unten aus, aber soll sie machen. Solange ich ein bisschen Ruhe habe, kurz zum Frühstücken, bin ich echt zufrieden. Weil sie klebt mir irgendwie die letzten Tage total am Hintern. Ja, ich weiß nicht, ist denke ich mal der Schub zum ersten Geburtstag hin. Naja, ist dann so. Ja, ich habe jetzt auch schon angezogen und werde jetzt wie gesagt kurz frühstücken. Ich habe hier noch den Wocheneinkauf von gestern stehen, weil ich unbedingt noch ein Foodhaul drehen möchte. Aber ich komme nie dazu. Ich hoffe, ich schaffe das heute, damit ich das mal wegräumen kann alles. Genau. Und ich werde jetzt eben kurz frühstücken. Und dann werde ich die Kleine nochmal stillen. Ich denke, dass sie dann nochmal einschlafen wird. Und dann, wenn sie dann wieder aufsteht, dann werden wir losfahren. Das Wetter ist heute wieder richtig ekelig. Aber ist ja egal, im Shopping Center merkt man davon ja nichts.
meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Hier wartet ein Riesenberg Wäsche auf mich. Und da unten ebenfalls noch ein ganzer Korb, der aufgehängt werden möchte. Also, der Tag ist noch nicht vorbei für mich. Genau, ich wollte jetzt aber einmal kurz die Wäsche machen und danach zeige ich euch direkt, was wir heute alles gekauft haben, natürlich. Und ja, es war ein mega erfolgreicher Tag. Ich habe das bekommen, was ich brauche. Habe noch ein paar extra Sachen mitgenommen. Und gerade kam auch noch ein Paket mit Lias Deko-Sachen für den Geburtstag. Aber da mache ich auch noch ein extra Video. Ich weiß nicht, ob ich es heute eventuell sogar noch drehe. Und sonst eben morgen. Ich will hier immer die Kartons auspacken. Einmal habe ich was bei Amazon bestellt und einmal habe ich das bei Part alles selber bezahlt. Genau, zeige ich euch wie gesagt in einem Video. Jetzt hier eben an die Wäsche. Die muss ich noch aufhängen. Und das hier muss ich alles noch zusammenlegen und wegräumen. Ja, Leben mit Baby. Hier wird alles ausgeräumt, was man denn so findet, ne? So, schöne Teller. Hm, okay, schöne Deko, ne? War mal gut ausgesucht. Ja, ich bin hier noch voll dabei. Wäsche ist aufgehängt, jetzt kann ich euch eben ganz schnell zeigen, was ich denn alles so gekauft habe für die kleine Maus. Einmal waren wir bei Anstings Family, da habe ich einmal Socken mitgenommen. Die haben wir schon einmal, ich glaube einige wissen das auch. Nur waren die jetzt auf 3 Euro reduziert und ich finde das echt total günstig. Das sind so richtig schöne dicke Socken. Und wir haben die wie gesagt bereits und ich finde die Qualität sehr, sehr gut. Und wir tragen die wirklich sehr gerne. Ich habe die hier auch schon in eine Nummer größer genommen. Ich habe die schon in 98 mitgenommen, weil Lia auch sehr, sehr große Füße hat und ja, von dem Preis einfach unschlagbar. Dann habe ich ebenfalls bei Anstings Family noch mitgenommen diese Strumpfhose. Auch die ist schon in 98, aber ich fand die auch so süß. Hier mit dem Bären auf dem Po und hier hat sie auch noch auf den Knien so 2 Bären drauf. Genau, und die Farbe gefiel mir auch total gut. Auch die in 98 und auch die war runtergesetzt, glaube ich, auf 2,50 oder so. Also auch echt ein total Schnäppchen. Dann hat Lia von meiner Mutter noch eine Strumpfhose bekommen. Die hat meine Mutter heute mitgebracht, als sie einkaufen war, in Blau. Und dann habe ich noch bei H&M das Kleidchen gekauft, was wir unbedingt brauchen für das Cake Smash Fotoshooting. Da habe ich jetzt so ein rosanes von H&M mitgenommen. Ich hoffe, das passt ihr noch. Das ist nämlich Größe 74. Ja, aber irgendwie gab es da kein gescheites Kleidchen und ich brauchte jetzt irgendwas. Und deswegen habe ich jetzt das hier in Größe 74 mitgenommen. Da ist auch unten noch ein Body dran. Und das hat 10 Euro gekostet. Und dann war in der Sale-Abteilung ein mega Schnäppchen und zwar Schlafanzüge. Einmal dieser hier, der ist so riesengroß, das ist Größe 86. Weiß mit schwarzen Punkten, finde ich richtig schön schlicht. Wie gesagt, Größe 86, einmal der. Dann war der noch dabei, ganz rosa, ganz schlicht. Und dann war dieser hier noch dabei, so beige mit braunen Punkten. Und die drei haben einfach nur 10 Euro kostet. Also von 20 Euro auf 10 Euro reduziert. So, Wäsche ist zusammengelegt. Felix ist zu Hause und ich koche jetzt gerade. Es gibt vegetarische Spaghetti Bolognese, aber ohne Tomaten, also eine helle Bolognese nennt man sie. Das hier habe ich gekauft. Bin sehr gespannt, wie das ist. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, aber ja, ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Genau, die Kleine ist gerade neben dem Hochstuhl und isst etwas und Felix isst auch ein Stück Kuchen. Genau, und wir werden jetzt schnell essen und dann müssen wir gleich unbedingt Wer wird Millionär gucken. Das Soccer Special, weil da steht jemand ganz knapp vor 2 Millionen. Deswegen bin ich total gehypt. Ja. Ja, jetzt kommt, heute kommt die Fortsetzung. Bin total gehypt, genau. Also essen wir jetzt kurz und dann zeige ich euch gleich, wenn das Essen fertig ist. Meine Lieben, ein neuer Tag. Das Essen war richtig, richtig lecker gestern. Und ich wollte jetzt einfach nur noch kurz Tschüss sagen. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ihr könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben,
wie er euch gefallen hat. Ja, und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Video.